Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück. Ich möchte euch jetzt schon mal vorwarnen, mein Hund ist ziemlich gestresst momentan, weil alle Mädels hier in der Umgebung heiß sind und naja, er ist nicht kastriert und es könnte sein, dass ihr ab und zu ein kleines Quengeln hört, ein kleines Fiepsen oder so. Nehmt es mir nicht übel, nehmt es ihm nicht übel, aber wie ich schon sagte, ich sperre meinen Hund nur wegen Aufnahmen nicht aus dem Raum aus und er muss den ganzen Tag oder die ganzen Stunden alleine irgendwo da rumliegen oder so. Das mache ich nicht. Wenn ihr bei mir zusieht, müsst ihr damit leider leben. Aber ja. Jeder, der ja einige Let's Plays von mir gesehen hat, wisst ja, dass das alles bei mir noch nicht perfekt ist, dass ich da natürlich auch nicht. Das heißt, ich versuche es natürlich perfekt hinzubekommen, aber aller Anfang ist schwer und ich bin noch am Anfang. Ich habe mir lustigerweise, ich bin jetzt gerade in Quassellaune, heute mal wieder nach langem mein Dragon Age Inquisition Let's Play angeschaut. Und ach, was damals die Aufnahme, die Stimme, die Umgebungsgeräusche, das Klicken oder Klacken von meinem Gamepad so laut zu hören war. Also, ich finde, das hat sich zu jetzt, zu den aktuellen Let's Plays, ziemlich stark schon verbessert. Und ich na, bin natürlich dran, es weiter zu verbessern, aber kommt natürlich alles. Genauso möchte ich auch von meinem Headset weggehen. Ich meine, ich habe zwar ein sehr gutes Headset, ich habe hier so ein Razer-Headset, Kraken ist das. Aber das mit dem Kabel stört schon ganz schön, weil es immer wieder, wenn es an den Tisch kommt oder sonstiges oder irgendwie sich bewegt, dann klackert das und das hört man in dem Mikrofon. Auch ist das Mikro natürlich nicht so gut. Ich möchte mir natürlich irgendwann so ein Rode holen hier, ich glaube NT1 oder so. Aber wer mal guckt, der Preis ist natürlich ganz schön, ne? Vor allen Dingen brauche ich ja dann auch noch dieses, ach, ich weiß gar nicht. Kumpel von mir kennt sich damit aus. Auf jeden Fall, dann muss ich mein Zimmer noch vorbereiten, indem ich hier diese, ich weiß jetzt auch nicht, wie die Dinger heißen, diese Schaumstoffwände, die da das so ab. Ihr wisst, was ich meine, diese schwarzen Dinger da, die man an eine Wand klebt und dann hat man eine bessere Akustik und so. Ich weiß jetzt noch nicht, wie die heißen. Ich komme jetzt nicht drauf. Aber mein Büro ist ja auch noch nicht fertig und das Geld kann ich ja auch nicht irgendwie von Bäumen absammeln. Deswegen nimmt es mir nicht übel. Es wird und wird immer besser, keine Angst. Ja. Ich finde, dass ich das mit der Taste, mit dem Klicken schon ein bisschen hingekriegt habe. Ich weiß jetzt, wie ich das besser rausfiltern kann. Jetzt zum Beispiel, während ich jetzt mit Maus und Tastatur spiele, habe ich mir sogar eine etwas leisere Tastatur gekauft, weil die ich von Razer habe, die ist doch ziemlich laut. Wie das mit der Maus ist, ja, das kann ich leider nicht ändern, weil ich halt eine schnelle Maus brauche. Ups, seht ihr? Und da ist man schon wieder ans Mikro gekommen. Ja. Hab mir natürlich jetzt auch momentan render ich ja noch mit Camtasia, weil ich da recht gut durchblicke momentan. Hab mir aber jetzt das Sony Vegas 13 Pro ja geholt und versuche mich da aber noch so ein bisschen noch so ein bisschen mit anzufreunden, noch alles rauszufinden, wie das mit dem Filtern geht und so. Und erst wenn ich das weiß, dann möchte ich damit anfangen zu rendern. Weil es bringt nichts, wenn ich jetzt mit Camtasia, sagen wir mal, annehmbare Videos produziere und mit Sony Vegas kommt dann nachher nur noch irgendwie mangelhaft raus, weil ich mich da mit dem Programm noch nicht so gut auskenne. Das wäre Blödsinn. Weil zum Beispiel, was ist das? Ich habe da das mit dem Rausfiltern und mit dem Sound noch nicht ganz so verstanden. Also wenn einer von euch sich damit auskennt, bitte helft mir. Ich bin wirklich für jede Hilfe dankbar. Weil wenn ich das Klicken zum Beispiel rausfiltern möchte oder den Grundrausch oder auf jeden Fall, dann entwickelt sich dazu, ich meine, ich spreche das S sowieso irgendwie ein bisschen komisch aus, aber wenn ich das Klicken etwas runterschraube oder irgendetwas mit diesen anderen Klamotten da verändere, dann wird das S
beim Sprechen bei mir noch extremer. Das kann man bei einem Video von Assassin's Creed kann man das merken. Da habe ich nämlich mal den Spaß gemacht und habe mal mit Sony Vegas gerendert. Ich kann euch das in der Infobox verlinken. Auf jeden Fall, und das war einfach nur grauenvoll. Also ich muss mich da echt erstmal ein bisschen mit auskennen. Aber ich habe mir überlegt, dass ich das zusätzlich vielleicht auch erst mache, wenn ich das Mikrofon habe, das neue. Weil natürlich dann auch sowieso alles besser ist. So, jetzt habe ich ein bisschen genug gelabert, jetzt haben wir ein bisschen Zeit verplempert. Aber wir gehen auch direkt weiter. Ich möchte jetzt einfach, ja, ich mache jetzt einfach mal ein paar Waffen jetzt hier. Ich brauche neue Waffen. Die war eigentlich recht gut, die ich da hatte. Ich weiß nicht, was gibt es denn da noch? Ja, gibt nicht viel Auswahl. Präzisionsgewehr. Okay, Handkanone. Nee, da möchte ich bei der bleiben. Was haben wir hier? Firestorm. Ich hätte gerne den Bogenprojektor wieder. So, was hat denn der Garrus? Aha, der hat so ein Sturmgewehr. Der kann das nehmen. Was hat Grunt? Ja, es kann, ja, man hört wahrscheinlich die Maus auch sehr stark. Okay. Jack, Jacob. Bringt jetzt nicht wirklich viel daran rumzuschrauben. Ich hatte jetzt gerade gedacht, hier die Glocken gehen schon wieder los. Ja, wahrscheinlich muss ich jetzt wieder. Ja. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Möchte ich aber noch gar nicht hin. So, Ressourcen abbauen. Hä? Magnetschild reaktivieren. Forschung. Ja, wir machen erstmal ein paar Hauptsachen. Infiziert, Bergstätte, Feuer, Ressourcen. Geschütztes Schiff erkunden, Schmuggelfracht. Nee. Machen erstmal ein paar Hauptsachen. Die Nebenaufgaben, die kann man später immer noch machen. Wenn sie an sich wichtig sind. Ach du Scheiße, was wir hier alles noch zu tun haben. Ich bitte darum, ich möchte landen. Herzlich gerne. Einmal Schlückchen trinken. Ich muss noch so viel machen. Ich muss Mass Effect 3 noch aufnehmen. Ich muss noch Dishonored habe ich hier. Auch ein bescheuerter Name, ne? Ich habe das früher nie. Ich habe den ersten Teil habe ich auf der PS3 gespielt. Ich glaube, ich habe den ersten Teil jetzt sogar auch mit dabei. Keine Ahnung, ich habe so eine komische Edition gekauft. Und ich war der ganzen Meinung, ich weiß, ihr lacht mich jetzt aus, es heißt Dishonored. Dishonored, ne? Es heißt aber Dishonored. Und ich habe das letztens gehört. Ich denke mir so, boah, wie geil ist das denn? Wir können jetzt Emily steuern. Also bekam ja die Wahl zwischen Emily und ich weiß nicht mehr, wie der andere Typ hieß. Auf jeden Fall. Ah, Magisch, das muss ich auch noch aufnehmen, weil ich muss auf jeden Fall bis März fertig werden, damit ich euch Mass Effect Andromeda zeigen kann. Ja, nur zu tun. Nur zu tun. So, wen nehmen wir mit? Ich nehme definitiv Garrus mit. Und Tali. Warte mal, oder? Nee, wir nehmen die erstmal mit, genau. Ist erstmal in Ordnung so. Ach ja. Da können wir auch nicht viel machen.
Warum war ich eigentlich der Meinung, dass sie auf der Zitadelle sitzt, die Liara? Ich bin schon wieder ein bisschen tiefer gerutscht. Mein scheiß Stuhl. Seht ihr, den muss ich auch neu kaufen. Neuen Stuhl. Weil meiner andauernd bei meinem die Federung aufgegeben hat. Ich rutsche andauernd runter. Willkommen in Nos Astra, Commander Shepard. Wir wurden angewiesen, alle Andock- und Verwaltungsgebühren für Ihren Besuch zu erlassen. Mein Name ist Karina. Wenn Sie Informationen über die Umgebung benötigen, wäre es mir eine Freude, Ihnen behilflich zu sein. Wer hat Sie angewiesen, auf die Gebühren zu verzichten? Der Befehl kam von Liara Tissoni, die alle Gebühren für Sie bezahlt hat. Sie hat auch darum gebeten, dass ich Sie zu ihr führe, sobald Sie Zeit dazu haben. Sie ist in der Nähe der Handelsebene. Was können Sie mir über Nos Astra erzählen? Es ist eine aufregende Stadt. Wegen unserer Nähe zu den Terminus-Systemen sehen wir hier viele neue Kulturen und Waren. Gleichzeitig ist Ilium nach wie vor eine Asari-Welt. Sie sind hier genauso sicher wie auf der Citadel. Zu Ihrer eigenen Sicherheit würde ich jedoch empfehlen, nichts zu unterschreiben. Was ist so gefährlich an einer Unterschrift? Auf Ilium herrscht freier Handel, Commander. Die Anforderungen an Vertragsbedingungen sind hier lockerer als auf anderen Planeten. Wir müssen diesen kleinen Preis bezahlen, um beim Warenhandel mit dem Terminus-System die Nase vorn zu behalten. Sie sprachen von Handel. Was wird auf Ilium gehandelt? Alles, was Sie sich vorstellen können, Commander. Ilium ist eine wunderbare Welt für die, die es sich leisten können. Um als Hafen für die Terminus-Systeme konkurrenzfähig zu bleiben, haben wir viele Standards der anderen Asari-Welten gelockert. Die meisten Drogen sind legal, solange sie korrekt beschriftet sind. Man kann hier fast jede Waffe oder Technologie kaufen. Es gibt sogar Zwangsarbeiter. Ich kann nicht glauben, dass eine Asari-Welt Sklaverei zulässt. Wir vermeiden die Bezeichnung Sklaverei. Alle Zwangsarbeiter auf Ilium haben freiwillig einer bestimmten Dienstzeit zugestimmt. Die meisten entscheiden sich für Zwangsarbeit, um Schulden zu begleichen oder dem Gefängnis zu entgehen. Jede Vertragspartnerin ist für das Wohlergehen ihrer Arbeitskräfte verantwortlich und deren Pflichten werden vorher einvernehmlich festgelegt. Sie sagten, Liara sei hier? Was macht sie? Liara ist eine von Nos Astras anerkanntesten Informationsmaklerinnen. Nos Astra ist ein Handelszentrum. Information ist eine wertvolle Währung und Liara macht damit ziemlich gute Geschäfte. Wie gesagt, Sie finden sie in der Nähe der Handelsebene. Sie freut sich schon auf Sie. Haben Sie Empfehlungen dafür, was man in Nos Astra so alles unternehmen kann? Unser Handelszentrum ist direkt geradeaus. In der Nähe gibt es auch Restaurants und verschiedene Geschäfte. Sie sollten sich auch unsere Kiosks ansehen. Auf Nos Astra finden Sie Sachen, die es sonst nirgendwo in der Galaxie gibt. Ich habe eine Mission. Können Sie mir helfen, jemanden zu finden? Bei Unterhaltungszentren und Geschäften kann ich behilflich sein, aber zu einzelnen Personen kann ich Sie leider nicht bringen. Aber Liara ist bei so etwas sehr versiert. Sie kann Ihnen bestimmt weiterhelfen. Danke. Ich heiße Sie erneut in unserer Stadt willkommen, Commander, und wünsche einen angenehmen Aufenthalt. Laut Zollbericht hält sich eine Justikarin namens Samara in diesem Hafen auf, Shepard. Ihre frühere Teamgefährtin Liara Tissoni könnte mehr wissen. Ihr Büro liegt über der Handelsebene. Sie könnten mit ihr auch über den Aufenthaltsort von Thane Krios sprechen, dem Attentäter in ihrem Dossier. Ja, erstmal möchte Garrus hier irgendwas mit uns. Man hat uns immer gesagt, Ilium sei einer der sichersten Orte der Galaxie, bis man vom Raster fällt. Unterzeichne den falschen Vertrag, begib dich in die falsche Gesellschaft oder geh die falsche Gasse entlang. Und schon ist es genauso gefährlich wie überall. Lassen Sie sich nicht täuschen. Es ist hier nicht sicherer als auf Omega. Aber es sieht hier wesentlich schöner aus. Der Angriff auf die Menschenkolonie Freedom's Progress hat zu... 25! Bei einem neuen Bericht zufolge hat das Allianzmilitär derzeit Schwierigkeiten, die... Stoßen Sie Fertighäuser ab? Nur sehr wenige Quarianer kommen hierher. Ilium hat der Flottille einen Mindestabstand vorgeschrieben, den sie einhalten muss. Für alle, die es sich leisten können, ist das der große... Wie können Sie nach den Angriffen auf die Kolonien der Menschen Fertighäuser abstoßen? Entschuldigung? Sie sind doch Commander Shepard. Ich habe Ihre... Sie würden es vermutlich Aura nennen, gesehen. Ich würde Sie überall erkennen.
Welche Farbe hat sie denn? Ich soll Ihnen eine Nachricht überbringen, falls ich sie sehe. Von einer Freundin, die Sie auf Noveria gewonnen haben. Wie lautet denn die Nachricht? Shepard, wir sind versteckt. Wir graben. Wir bauen. Aber wir wissen, dass Sie jene suchen, die die Lieder unserer Mütter zum Verklingen brachten. Wenn die Zeit kommt, wird unsere Stimme sich mit der ihren verbinden und unser Crescendo wird die Dunkelheit mit reinigendem Feuer überziehen. Danke, Shepard. Die Rachni werden wieder singen. Wie haben Sie von einer anderen Asari Besitz ergriffen? Man kann doch nicht einfach so den Geist anderer Leute übernehmen. Friede, Shepard. Die Rachni-Königin kontrolliert meine Gedanken nicht. Das war nur eine Nachricht, die ich übermitteln sollte. Ich bin ihr auf einer unerforschten Welt begegnet. Sie hat mein Leben gerettet. Und mehr noch, sie hat ihm einen Sinn gegeben. Sie sind ein erstaunliches Volk, Shepard. Die Galaxie schuldet ihnen viel, weil sie ihnen eine zweite Chance ermöglicht haben. Wie haben Sie die Rachni gefunden? Ich arbeitete als Kurier. Piraten haben mein Schiff überfallen und mich auf einer unerforschten Welt ausgesetzt. Ich war schwer verletzt, allein und dem Tode nah. So haben sie mich gefunden. Sie haben mich gerettet. Sie haben diese Welt ja offensichtlich wieder verlassen. Haben die Rachni Ihnen ein Schiff gegeben? Nein. Zahllose Arbeiterinnen haben mein Schiff repariert. Es läuft jetzt besser als vorher. Irgendwie erinnern sie mich an die Keeper auf der Citadel. Alle arbeiten zusammen und jeder hat eine Aufgabe. Was wurde aus den Piraten, die Sie angegriffen haben? Sie wurden vernichtet, wie sie es verdient hatten. Die Rachni sind nicht aggressiv, aber sie tun, was sie tun müssen. Sie sagten, die Königin hätte ihrem Leben einen Sinn gegeben. Was meinen Sie damit? Die Königin hat während meiner Heilung ihr Lied mit mir geteilt. Ich habe die Rachni so gesehen, wie es nur eine Asari kann. Sie sind wunderschön und sehr verletzlich. Sie brauchten jemanden, der Dinge für sie kauft, die sie nicht selbst herstellen können. Jemanden, der Teil des Systems ist. Einen Agenten, wenn sie so wollen. Ich helfe ihnen gerne. Mein Leben als Kurier war leer und oberflächlich. Jetzt helfe ich einer großen Spezies beim Wiederaufbau. War es wirklich so einfach, ihr altes Leben hinter sich zu lassen? Sie haben Bedenken, dass die Königin mich kontrolliert. Ich verstehe das, aber so funktioniert es nicht. Unsere Gedanken waren in perfektem Einklang. Ich sah ihren wunderschönen Geist und ihre Not. Ich wusste, was ich zu tun hatte. Wenn Suggestion dabei eine Rolle gespielt hat, dann war es ein Nebeneffekt ihrer Bemühungen, mein Leben zu retten. Ich bin glücklich. Können Sie mir sagen, wo die Rachni sind? Leider nein. Ich verfüge selbst nicht mehr über diese Information. Nach dem Treffen mit der Königin wurde diese Information entfernt. Es tat nicht weh. Und jetzt erinnere ich mich einfach nicht mehr daran. Es wird mir wieder einfallen, wenn es erforderlich ist. Und ihre Vorsicht ist ja auch verständlich. Die Galaxie ist noch nicht bereit für die Rückkehr der Rachni. Ich habe verstanden, dass sie dankbar ist. Aber was bedeutet der Rest der Nachricht? Dass der erste Rachni-Krieg ein Fehler war.
Etwas brachte die Stimmen ihres Volkes zum Verklingen. In der Psychologie der Rachni bedeutet das wohl so etwas wie Gedankenkontrolle. Es lässt sich nicht wirklich übersetzen. Jedenfalls glaubt sie, dass sie diejenigen bekämpfen, die das getan haben, und verspricht ihnen Hilfe. Sie glaubt, dass die Reaper den Rachni-Krieg ausgelöst haben? Ich bin nicht sicher. Aber sie war überzeugt, dass ihre Vorfahren gegen ihren Willen zu dem Krieg gezwungen wurden. Ihr Volk ist von Natur aus nicht aggressiv. Wenn es in den Krieg gezogen ist, dann nicht aus freien Stücken. Danke für diese Information. Es freut mich, dass es meiner Freundin auf Noveria gut geht. Leben Sie wohl, Commander Shepard. Sie werden mich nicht wiedersehen. Okay, das hört sich jetzt an wie so eine... Wenn es jetzt umgedreht wäre, würde sich das echt anhören wie so eine Drohung. Hi, Shepard? Überall hieß es, Sie wären tot. Was ist passiert? Nein, halt, ist vermutlich geheim. Vergessen Sie meine Frage. Sie müssten mich sowieso anlügen. Es ist ein paar Jahre her. Ich bin Gianna Parasini, interne Ermittlung in Noveria. Sie haben mir geholfen, Administrator Anolais festzunageln. Ich habe Ihnen gerne geholfen. Was ist aus Administrator Anolais geworden? Er hat den einzigen Fehler begangen, den Noveria nicht toleriert. Er wurde erwischt, als er sich ihr Geld eingesteckt hat. Er sitzt jetzt ein paar Jahre in einem Knast für Wirtschaftskriminelle. Viel wichtiger ist aber, dass er in der Branche nie wieder einen Job bekommt. Setzen Sie sich. Wenn ich mich recht erinnere, schulde ich Ihnen ein Bier. Wir trinken jetzt ein Bier und die anderen gucken zu. Was führt Sie nach Ilium? Ich meine, worüber Sie auch reden können. Haben Sie schon mal von den Kollektoren gehört? Sie greifen Kolonien der Menschen an. Ich werde sie aufhalten. Oh Mann, Shepard. Bei mir heißt ein harter Job nur, dass es mehr Papierkram gibt. Hey, hören Sie, mir ist gerade was eingefallen. Ich muss gehen. Wir reden später weiter, ja? Und vergessen Sie nicht, Ihr Bier auszutrinken. Da ist nichts drin. Musste weg. Ziel hat mich gesehen, durfte tagen. Ich habe immer hier drin Schmuggelpläne von oben. Können Sie sie dazu überreden, Ihnen etwas Besonderes zu zeigen? Welche denn? Willkommen! Sie sehen aus wie jemand, der nur Ausrüstung von höchster Qualität gebrauchen kann. Sehen Sie sich ruhig um. In meinem Geschäft gibt es die beste Tech- und Biotik-Ausrüstung auf ganz Ilium. Ist alles hier so teuer? Ich wollte hier eigentlich jede Menge Credits ausgeben. Wirklich? Ich statte ein Team für eine gefährliche Mission aus. Ich brauche das Beste und bin auch bereit, dafür zu zahlen, wenn Sie mir ein wenig entgegenkommen. Nun... Ich könnte Ihnen am Kiosk einen Vorzugspreis einräumen. So, ein kleiner Rabatt. Und wenn besondere Waren reinkommen, können Sie einen Blick drauf werfen. Von welchen besonderen Waren sprechen wir? Ach, Sie wissen schon. Baupläne, Entwürfe, nichts Illegales, aber ich habe nicht für alles davon eine Verkaufslizenz. Haben Sie sonst noch was? Irgendwas, das in Ihrer normalen Verkaufsliste nicht aufgeführt ist? Nun... Da wäre noch eine Sache. Sehr fortschrittlicher Entwurf. Offiziell noch gar nicht erhältlich. Das liegt daran, dass er auf Noveria noch in der Entwicklungsphase ist. Der Export ist illegal. Hallo Hermia. Parasini, das war eine Falle. Aber hier ist nicht Noveria. Sie haben nicht das Recht, mich zu verhaften. Mir ist egal, ob Sie einsitzen oder nicht. Ich habe genug Beweise, um Ihren Laden mit Bußgeldern endgültig zu zerschlagen. Ist das alles, was Sie gebraucht haben? Alles und noch mehr. Sie haben mir das Leben gerettet, Shepard. Ich muss weg. Ich muss mit meinem Anwalt sprechen. Machen Sie schnell, Hermia. Wenn die Zahlungsbefehle reinflattern, können Sie ihn sich nicht mehr leisten. Ah, das hat gut getan. Ich muss ein bisschen Papierkram erledigen. Kommen Sie doch an meinen Tisch, wenn Sie ein paar Minuten Zeit haben. Man kann doch mit dir weiterreden. Hermia wird in Kürze eine sehr arme Frau sein. Danke für die Hilfe, Shepard. Asari fertig zu machen ist klasse. Erst so alterslos und überlegen, aber wenn man sie am Haken hat, kreischen sie wie Schulmädchen.
Es muss schön sein, eine Arbeit zu haben, die einem wirklich Spaß macht. Ich wollte Bulle werden. Oder zur C-Sicherheit. Aber meine Familie musste Rechnungen bezahlen. Ich brauchte einfach ein Gehalt, wie es nur ein großes Unternehmen bezahlt. Außerdem sieht man in diesem Job keine Sachen, die einen um den Schlaf bringen. Wirtschaftskriminalität ist nett und sauber. Mann, dieses Mal musste ich wenigstens keine hohen Absätze und kein Kleid tragen. Wie sind Sie eigentlich auf Noveria gelandet? Stipendiatenprogramm und konkurrenzorientiertes Praktikum. In den Wissenschaftsfächern war ich immer nur Durchschnitt. Aber im Ergründen von Geheimnissen war ich immer spitze. Wenn man in Armut aufwächst, aber von reichen Kindern umgeben ist, lernt man sich zu verstellen. Für die Arbeit undercover ist das sehr hilfreich. Was haben Sie jetzt vor? Recherche. Wir hatten in letzter Zeit ein paar Hackerangriffe und ich will sicherstellen, dass sie extern waren. Viele interessieren sich plötzlich für dunkle Energie. Meine Bosse wollen wissen, ob man sich deshalb Sorgen machen muss. Damit werde ich die Zeit bis zu meinem nächsten Undercover-Einsatz überbrücken. Es muss hart sein, so oft Undercover-Einsätze zu haben. Halb so schlimm. Man lernt neue Orte kennen, ist ständig jemand anders. Komisch ist es bloß, wenn man nach Hause kommt, mit jemandem reden will und nicht mehr weiß, wie man reagieren soll. Als wäre es eine weitere Tarnidentität. Verstehen Sie? Tief im Innern macht es Ihnen Spaß, anderen etwas vorzumachen. Deshalb sind Sie auch so gut darin. Das stimmt wohl. Ich bin als armes Arbeiterkind aufgewachsen. Jetzt bewege ich mich unter den Reichen und Mächtigen, mache Notizen und beschaffe Beweise. Und keiner von denen sieht mich kommen. Es war mir ein Vergnügen, Gianna. Mir auch, Shepard. Man sieht sich. Auf Wiedersehen. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Können wir hier noch so einkaufen? Ich brauche minimale Hitzeentwicklung und Geschwindigkeit. Meine Leistungsanforderungen sind extrem hoch. Und ich muss ein paar Sachen einkaufen. Wir haben alle unser Päckchen zu tragen. Okay, da ist erstmal nichts. Dann gehen wir jetzt erstmal zu Liara. Natürlich, Sir. Sicher muss er auch sein. Ich brauche für jede Komponente meines Anzugs eine 100%ige Sicherheitsgarantie. Sie wählen ständig Angestellte aus und verlieren sie dann an die Konkurrenz? Da kann Ihnen Inventio Tech vielleicht helfen. Als führender Anbieter. Oh nee, nee, hier sind wir falsch. Wir müssen nach oben. Zugesicherte Arbeit für alle technischen Bereiche. Kontaktieren Sie Inventio Tech noch heute. Sie waren viel zu lange der Sklave Ihrer Angestellten. Sollte es nicht genau. Hallo, Commander Shepard. Liara wird sich freuen, Sie zu sehen. Wie ist Liaras Ruf hier auf Ilium? Sie ist hoch angesehen. In nur wenigen Jahren hat sie ein respektables Netzwerk von Verbindungen angelegt. Sie könnte aber noch weitaus mehr politischen Einfluss haben, wenn sie sich weniger auf ihre persönlichen Ziele konzentrieren würde. Aber davon sollte sie Ihnen erzählen, nicht ich. Sind Sie Liaras Assistentin? Ja. Liara verlässt sich darauf, dass ich nützliche Informationen beschaffe. Ich habe weder ihr Netzwerk noch ihre Kontakte, aber ich versorge sie mit zusätzlichen, unterstützenden Daten. Es ist wirklich eine Ehre, für Sie zu arbeiten. Wir reden später weiter. Natürlich, Commander. Ach, liebe Liara. Haben Sie schon mal eine Asari-Kommandoeinheit bekämpft? Wenige Menschen können das behaupten. Ich mach's mal ganz einfach. Entweder Sie bezahlen mich, oder ich ziehe Ihnen bei lebendigem Leib die Haut ab. Nur mit meinen Gedanken. Shepard! Nixeris, alle Anrufe abwimmeln. Shepard. Meine Quellen sagten zwar, dass Sie am Leben sind, aber ich habe es nicht geglaubt. Es freut mich sehr, Sie zu sehen. Haben Sie jetzt Quellen? Ein paar. Quellen, Kontakte, sogar ein paar Mietschläger. Ich arbeite als Informationsmaklerin. Ich bezahle damit meine Rechnungen, seit Sie... also in den letzten 2 Jahren. Und jetzt sind Sie zurück und bekämpfen zusammen mit Cerberus die Kollektoren. Wenn Sie das wissen, ist Ihnen sicher auch bekannt, dass ich Ihre Hilfe brauchen könnte. Ich kann nicht, Shepard. Tut mir leid. Ich habe hier Verpflichtungen. Dinge, die ich erledigen muss.
Ich weiß gar nicht, ob ich das im ersten Teil schon erwähnt habe, aber ist euch eigentlich bewusst, dass Liara auf jeden Fall ab dem zweiten Teil, ich bin mir nicht sicher, ob im ersten Teil auch, aber die selbe Stimme hat wie Morrigan aus Dragon Age? Was müssen Sie denn alles erledigen? Sind Sie in Schwierigkeiten? Nein, keine Schwierigkeiten. Aber in den 2 Jahren ist viel passiert. Während Sie weg waren, war ich beschäftigt. Und ich muss Schulden begleichen. Hören Sie, wenn Sie mir schon helfen wollen, ich brauche eine erfahrene Hackerin, der ich vertrauen kann. Wenn Sie an bestimmten Stellen auf Ilium die Sicherheitsvorkehrungen lahmlegen, könnten Sie mir die Informationen beschaffen, die ich brauche. Das würde mir sehr helfen. Worum geht es hier eigentlich, Liara? Können Sie nicht einfach offen mit mir reden? Das würde ich sehr gerne, Shepard. Es liegt nicht daran, dass ich Ihnen nicht vertraue. Aber das ist Ilium. Alles, was ich sage, wird vermutlich aufgezeichnet. Es ist nicht schwierig, sich in einen Terminal zu hacken. Weshalb brauchen Sie mich dafür? Ich kann sonst niemandem vertrauen. Wenn Sie sich in den Sicherheitsknoten gehackt haben, sind die Daten noch nicht in Ihrem Besitz. Das führt nur zu einer kleinen Systemstörung. Sie haben dann nur wenig Zeit, um einen lokalen Server zu finden, von dem Sie aufgrund der Störung die Daten auf mein System uploaden können. Damit die Daten auf mein eigenes System importiert werden können, muss ich für diese kurze Zeit alle Verteidigungssysteme deaktivieren. Wenn es Ihnen hilft, werde ich mich darum kümmern. Wenn Sie sich an so einer Stelle reinhacken, wird in der Nähe kurzzeitig ein Server zugänglich, von dem Sie Daten downloaden können, wenn Sie sich beeilen. Danke, Shepard. Damit kann ich vielleicht eine große Schuld begleichen. Es gibt eine Asari namens Samara hier auf Ilium. Wissen Sie, wo ich sie finden kann? Samara, ja. Sie ist vor kurzem angekommen und bei Überwachungsoffizier Dara gemeldet. Sie finden Dara im Transportzentrum. Warum muss ich Samara bei einem Überwachungsoffizier melden? Ist sie eine Kriminelle? Nein, ganz im Gegenteil. Samara ist eine Justikarin, gehört also zu einer alten Sekte von Asari-Kriegerinnen. Dara kann Ihnen mehr darüber erzählen. Ich suche Thane Krios. Er soll hier auf Ilium sein. Der Attentäter. Ja, der ist vor ein paar Tagen angekommen. Meine Quellen sagen, sein Ziel könnte möglicherweise die Firmendirektorin Nassana Dentius sein. Er hat eine Frau namens Serena kontaktiert. Serena hat ein Büro auf den Frachttransportebenen. Sie kann Ihnen vielleicht sagen, wo Krios ist. Und das ist Ihnen einfach alles so eingefallen? Ich bin eine gute Informationsmaklerin, Shepard. Die Welt der Intrigen ähnelt in vieler Hinsicht einer Ausgrabungsstätte, nur dass die Leichen frischer sind und noch stinken. Danke für die Hilfe. Mehr wollte ich nicht wissen. Kein Problem. Wenn ich sonst wie behilflich sein kann, sagen Sie einfach Bescheid. Wie läuft's bei Ihnen so? Jeder braucht Informationen, Shepard. Wollen Sie wissen, warum ich nicht alles stehen und liegen lasse und mit Ihnen komme? Weil ich diese Daten brauche. Es sollte um Freundschaft oder um Vertrauen gehen. Aber so funktioniert das hier auf Ilium nicht. Lassen Sie es mich wissen, wenn Sie sich in diese Terminals hacken. Falls Sie das tun, kann ich danach mit Ihnen reden. Wenn es Ihnen hilft, werde ich mich darum kümmern. Wenn Sie sich an so einer Stelle reinhacken, wird in der Nähe kurzzeitig ein Server zugänglich, von dem Sie Daten downloaden können, wenn Sie sich beeilen. Danke, Shepard. Damit kann ich vielleicht eine große Schuld begleichen. Wir reden später, Liara. Ja. Sehr erfreulich gewesen. Sind Sie Quarianer oder Volus? Und haben Sie es satt, dass Sie bei Beförderungen immer übergangen werden, weil Angestellte mit Exo-Anzügen diskriminiert werden? Genetic Paradigms möchte Sie einladen, um Ihre Umwelt. Wo gehe ich jetzt am besten hin? Ich glaube, ich fange unten am besten an. Aber jetzt verabschiede ich mich erstmal bei euch und sag mal bis zum nächsten Mal. Tschüss. Verlassen Sie Ihre Schutzhülle.